Interview und Analyse zum 9. Rennen. Das Internationale des Tages, der große Preis des Linzer Trabazucht- und Rennvereins, Cashback Bellini. Könnte ein Rennen nach seinem Geschmack werden, schnell, und Greau, glaube ich, liegt ihm auch wieder besser als Baden. So ein Rennen kann er immer gewinnen, ob er es macht, weiß ich nicht. 9. Rennen, großer Preis des Linzer Trabazucht- und Rennvereins, Abschluss der Super 76 Wette, und auch da braucht man dich auf jeden Fall am Schein, Juwel Venus. War in der Autostartprobe eine Spur besser als in den Rennen zuletzt, aber noch immer schwierig, also noch immer nicht perfekt gewesen. Ja, aber noch nicht perfekt. Wie du sagst, er war ja weit besser als wie bei seinen letzten Starts. Und der Thomas Reuer, glaube ich, mit seinen Lebensgefährtin haben noch ein bisschen herumtüftelt. Und ich denke heute, dass er auf jeden Fall besser in die Gänge ist. Pferd, das du auch kennst in diesem Bewerb, ist Flying Dream. Wohl das, denke ich, einmal drinnen, damit er zumindest einmal wieder ein Rennen in den Beinen hat. Kann der aber zumindest, wird hier eine Viererwette ausgespielt, in der Viererwette kann er schon eine Rolle spielen. Ja, kann eine Rolle spielen. In Ungarn war er sehr stark, da bin ich mit der Führung gefahren und das liegt ihm, glaube ich, nicht ganz so. Und letztens mal in einem Probelauf war er enorm stark und hat einen guten Eindruck hinterlassen, also den will ich nicht auslassen. Auch für die Super 76er da jetzt rein auf die Viererwette umgemünzt. Ja, das Feld ist jetzt ein bisschen unsicheres Feld mit Juwel und Cashback Bellini ist auch nicht immer ganz bei der Sache. Und den würde ich nicht ganz auslassen.